So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen jetzt mal eine unserer Zukunftsbaumarten. Es geht um dieses schöne Ding hier. Das ist eine Roteiche. Woran erkennt man eine Roteiche? Eine Roteiche hat Eichenblätter. Es ist schon ziemlich herbstlich, aber die sind spitz zulaufend. Ne? Die Enden jeweils hier gezackt, nicht gelappt, schön abgerundet wie bei den heimischen Eichen. Gehe ich mal davon aus, dass das bekannt ist, sondern die sind schön spitz zulaufend und der Stamm sieht so ein bisschen aus wie bei Buche. Hat auch entsprechend Stammabfluss von Wasser. Ne? Der Stamm ist schön nass. Es hat heute Morgen irgendwann mal geregnet und das ist eigentlich relativ charakteristisch. Auch recht charakteristisch sind, wenn wir mal uns ein bisschen näher hinbewegen, ganz kurz, sind diese Risse hier, ne? Diese Längsrisse. Moment, so, da, der da zum Beispiel. Und die sind deswegen da, weil die Roteiche wächst sehr schnell und deswegen reißt die Buche, die Buchenborke, buchenartige Borke nennen wir es mal so, reißt deshalb gerne mal eben entsprechend ein bisschen in Längsrichtung auf. Das sind einfach Dehnungsrisse, wie bei einem Mensch, der sehr schnell zunimmt. Gibt es ja auch hin und wieder mal in der Haut dann solche Falten. Ne? Wer das kennt, der hat das ja schon mal gesehen. Das kann also auch durchaus bei Tieren eben entsprechend vorkommen. Und das ist dann etwas, was man sich vielleicht als Eselsbrücke merken kann, wenn man sich merken möchte, wie eine Roteiche aussieht. Das muss nicht zwingend so sein, aber das tritt relativ oft auf. Und sonst kann man die Borke wenig von Buche unterscheiden. Ja, das zur Bestimmung. Der Baum ist relativ hoch, wird auch relativ hoch, 35 Meter. 40 Meter könnte sicherlich auch mal klappen. Die stehen dann relativ vereinzelt und das ist ein Prachtexemplar. Grundsätzlich in dieser Reihe habe ich nur Prachtexemplare zum Vorzeigen. Also die Bäume, die ich hier zeige, die sind das Optimum. Wir gucken hier noch einmal nach oben. Entschuldigung, gleich wackelt's. Ja, da kann man jetzt also entsprechend sehen, super gerader Stamm, super hoch, noch weiter hoch können wir uns sparen, da sieht man ja eh nichts mehr. Also ist durchaus eine sehr potente Baumart vom Wachstum her, sollte man meinen. Und sollte man nicht nur meinen, sondern ist auch tatsächlich so. Gut, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Das ist die zusammen mit der Douglasie wichtigste fremdländische Baumart hinsichtlich der forstlichen Anbauten. Also wenn es darum geht, welche Baumarten, die nicht aus Deutschland stammen oder aus Mitteleuropa, können wir bei uns hinstellen, dass die gut wachsen. Bisher zumindest scheinen Douglasie scheint ganz vorne zu sein und dann kommt aber auch die Roteiche. Sowohl von der wirtschaftlichen Verwendbarkeit des Holzes als auch vom Wachstum generell. Wer viel bei mir zuschaut, weiß, auch ein Mammutbaum wächst super, super schnell, aber der ist halt forstlich nicht super interessant. Ökologisch sehr interessant, schön zum Angucken, sieht auch toll aus, gibt einen tollen Parkbaum. Aber forstlich gesehen ist der Mammutbaum relativ uninteressant, weil das Holz einfach zu weich ist, um damit nennenswert irgendein tolles Produkt, ein tolles Holzprodukt herstellen zu können. Bestimmung habe ich gerade erzählt. Der Standort. Und da sind wir dann auch schon beim Casus Knacus. Weshalb kann man Roteiche nicht überall hinstellen? Das heißt, man muss sich auch nicht Sorgen machen, dass jemand vorhat, Roteiche jetzt plötzlich überall hinzustellen, weil sie der neue heiße Scheiß ist. Denn sie braucht bestimmte Standorte. Es gibt eigentlich zwei Kategorien. Es gibt einmal die tiefgründig lehmigen Sande mit sehr weit unten anstehendem Grundwasser. Und es gibt dann einmal ja fast schon die Lössstandorte. Lösslehm, Löss auf Silikatgestein. Das haben wir jetzt hier in dem Fall, wo wir jetzt gerade stehen. Löss auf Silikatgestein, Löss auf Buntsandstein sollte es sein. Und das ist schon Tip-Top-Standort. Ja? Und das macht es schwierig. Weil wenn du entweder einen Tip-Top-Standort oder einen sehr schönen, tiefgründigen, lehmigen Sand, wohlgemerkt, einen lehmigen Sand, Sand haben wir genug, aber lehmiger Sand ist ein Problem, brauchst mit nicht allzu weit unten liegendem Grundwasser, sondern schon noch ein bisschen weiter oben stehend, dann kommt vielleicht für den generell als Wald verfügbare Landesfläche Deutschlands davon dann nochmal, lass es 15% sein, für Roteiche überhaupt in Frage. Roteiche hat, weil man sie in die Zukunft prognostiziert, sehr, sehr ähnliche Standortsbedingungen wie unsere heimischen Eichenarten, also die Traubeneiche und die Stieleiche. Und das bedeutet, es gibt Ecken, da sieht es gar nicht mal so gut aus. Und wo die normale Eiche ausfällt, momentan sieht es eher so aus, als wäre da die Roteiche auch nicht wirklich eine Alternative. Die Roteiche ist also eher eine Ergänzung für ohnehin schon Eichenstandorte, um einfach ein bisschen mehr Diversität reinzukriegen.
Allerdings, wo die Roteiche der heimischen Eiche überlegen ist, ist erstens Wachstum und zweitens bei den biotischen Gefahren. Wir müssen immer unterscheiden, abiotische Gefahren, Sturm, Hagel, Schnee, Wind und Sturm, okay, Trockenheit natürlich. Und dann gibt es noch die biotischen Gefahren, das wären dann Käfer, Viren, Bakterien, Frauen, sowas in der Richtung. Sie sitzt da. Sie will nicht im Bild sein, aber sie sitzt da. Gut, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, was nicht geht, was ausgesprochen gar nicht geht, und das sind die meisten Standorte bei uns, ist sauer. Sogar wenn es arg sauer wird, also so bei pH 3,5 unter pH 4, ist eigentlich fast schon schwierig mit der guten Roteiche. Das wird dann wirklich wird eng. Wir haben hier so ungefähr 4,5, stellenweise sogar schon 4,6, so irgendwas in den Dreh, was den pH-Wert angeht. Also das hier ist pH-werttechnisch ein sehr, sehr guter Standort. Im Waldböden ist das selten, ja, muss man wissen. Aber direkt auf Kalk will sie auch nicht. Das heißt, das wären dann nochmal basischere Böden, nochmal mit pH-Werten von 5, vielleicht 5,5. Im ganz, 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 ganz allerkrassesten Fall geht das mal hoch bis 6. Aber das ist dann eigentlich auch schon so extrem, dass das die meisten Pflanzen nicht mehr unbedingt mögen. Ja. Bei der Verbreitung bzw. den Standortansprüchen müssen wir jetzt auch nochmal beachten. Es gibt Sonderfälle. Ein bekannter Sonderfall, der auch viel zur Diskussion um diese Baumart eben entsprechend beigetragen hat, ist das Elbsandsteingebirge, die Sächsische Schweiz, das Ding mit der Bastion oder wie das Ding heißt, also das mit der schönen Aussicht, ne? Ist bekannt, wo die schönen Sandsteinfelsen entsprechend rumstehen und wo man die tollen Ausblicke und so toll kraxeln kann, schöner Nationalpark, alles ganz toll da, aber eben durch diese Felskonstruktionen, Strukturen, die es da gibt, gibt es Baumarten, die weit auf diese Felsen hinausklettern, dann immer niedriger werden und dort so eine ganz bestimmte, durchaus zu Recht unter Naturschutz stehende Vegetationszone bilden, nämlich die auf dem anstehenden Fels, wo es nur minimal Boden gibt, wo es super, super, super trocken ist. So, und in dieser Region, wo man jetzt meinen könnte, dass nur die trockenheitsresistentesten Baumarten überleben können und nur die bestangepasstesten da eine Chance haben, da beginnt die Roteiche sich natürlich auszubreiten. Im normalen Wald hier wenig Chance, ja? In ihrem eigenen Bestand, solange man den Bestand einigermaßen auflichtet und dafür sorgt, dass genug Licht auf den Boden kommt, kann man schon auch mit Roteichen Naturverjüngung arbeiten. Das heißt, man muss die nicht zwingend pflanzen, wenn schon welche da sind. Aber wenn man sie gepflanzt hat und man hat in der Nähe naturschutzwürdige Sonderstandorte kleiner Art, ich hasse Flieger. Jedenfalls bei diesen super tollen Feldstandorten, da breitet sich das Ding dann unkontrolliert aus und wird invasiv. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was invasiv ist, den ersten Teil dieser Reihe gucken, da erkläre ich das nochmal. Und deswegen wird diskutiert, ob sie nicht auf anderen Standorten auch invasiv werden könnte, wenn sie es da schafft, wo doch ohnehin so schwierig ist und man so speziell angepasst sein muss, um da überhaupt wachsen zu können. Das ist auch dahingehend interessant, dass man aus der Heimat der Roteiche, das ist übrigens die Ostküste Amerikas, also da, wo der Typ im Weißen Haus hockt, auf der Seite von Amerika, da hockt die auch nicht auf irgendwelchen Felskanten, sondern eher so als bestandesbildende Mischbaumart, so ein bisschen wie die Eiche bei uns auch. Kann man so ungefähr so ein klein bisschen vergleichen. Nicht ganz, aber zumindest grob. Und das ist dann ganz interessant. Und wieso macht sie das jetzt dann ausgerechnet bei uns auf Standorten, bei denen sie natürlich eigentlich gar nicht das kann? Großes Rätsel, weiß keiner so genau. Und das ist der Risikofaktor, der sicherlich mit der Roteiche einhergeht. Das Potenzial zur Invasivität ist gegeben. Aber es ist klein. Weil normalerweise kannst du umsägen, dann ist sie erstmal weg. Das Blöde ist nur, dass die gut Stockausschlag kann, das heißt, sie wird nochmal austreiben. Das heißt, man muss sie nochmal umsägen, damit sie dann wirklich weg ist. Aber es ist nicht so, dass man der Sache nicht Herr werden könnte. Also mit technischen Maßnahmen, wenn man sie weghaben möchte, falls man irgendwann feststellt, sie wird invasiv, man will das nicht, dass die sich weiter ausbreitet, dann kann man sie auch relativ einfach mit überschaubarem Aufwand bekämpfen. Es ist nicht so, dass das gar nicht geht. Also man muss nicht erst Napalm sprühen oder sonst was. So,
Das Ding ist super für den Boden, weil sie mit die tiefreichendste Durchwurzelung hat, die wir überhaupt von irgendwelchen Baumarten, die bei uns so wachsen, kennen. Das heißt, die lockert den Boden schön auf. Sie gibt, baut Kanäle, damit das Wasser tief in den Boden eindringen kann. Bei Hochwasser, bei Starkregenereignissen ist sie also eine super Baumart, um den Boden darauf vorzubereiten. Aber so gut das für den Boden auch ist, Roteichenlaub ist bei uns zu Lande sehr schwer zersetzlich. Es gibt so Gerüchte, die besagen, man könne Feuerschutzstreifen in den Wald bauen, indem man Roteichenstreifen hinpflanzt, weil das Roteichenlaub nicht brennt. Jetzt habe ich gerade kein Feuerzeuggriff bereit. Schatz, Moment, kannst du mir hier mal irgendwas, warte, hier mal irgendwas aus der Dose suchen, was Feuer macht, mit dem man ein Roteichenblatt anzünden könnte. Sonst irgendwas anderes anzünden, ein Zunder oder sonst wie. Jedenfalls, das ist Quatsch. Roteichenblätter kann man sehr wohl anzünden, insbesondere wenn sie sehr trocken sind. Das hier ist jetzt nicht sehr trocken, es regnet zurzeit dauernd. Aber rein technisch gesehen, oh ja, hervorragend. Rein technisch gesehen geht das dann schon. Danke. Requisite. So. Ne? Wie man sehen kann. Also unbrennbar ist was anderes. Der Gag ist aber der, warum man trotzdem mit dem Ding eben Feuerschutz, Brandschutzstreifen anlegen kann. Wie gesagt, es ist jetzt kein trockenes Blatt. Ihr müsst mir einfach glauben, wenn es trocken ist, dann brennt es auch richtig gut. Also was heißt richtig gut? So wie jedes andere Blatt halt auch. Warum man das trotzdem machen kann, ist der Grund, das Laub verrottet sehr langsam. Und das bedeutet, da wo jede Menge Roteichenlaub drauf liegt, da kommt am Waldboden gar keine Vegetation hoch. Weil da ist ja alles voll mit Laub. Die kriegen null Licht ab, die kleinen Pflänzchen da drunter. Und es entwickelt sich einfach keine brennbare Vegetation, weil das Roteichenlaub drauf liegt. Und wenn jetzt das Feuer ankommt, nehmen wir an, es kommt so eine richtige Waldbrandfeuerwalze daher. Und brennt sich über das Roteichenlaub. Dann verbrennt er schon, aber unter dem Roteichenlaub ist nichts drunter, was noch brennen könnte. Auf dem Roteichenlaub ist nichts drauf, was noch brennen könnte. Und das ist dann einfach zu wenig Brennmaterial für diese Feuerwalze, um einen von mir aus 20 Meter breiten Roteichenstreifen zu passieren. Ja? Es ist also schon so, dass man tatsächlich einen Feuerschutzstreifen entweder freilassen kann und regelmäßig mähen kann, damit da keine Vegetation steht, die brennbar ist. Oder man pflanzt tatsächlich Roteichen hin, dann hat man auch keine Vegetation, die brennbar ist. Der schlaue Fuchs wird jetzt sagen, ja, aber der Baum selber kann doch brennen. Jupp, aber das muss schon eine gewaltige Feuerwalze sein, dass die ohne brennbaren Untergrund am Boden gleich den ganzen Stamm anzündet. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Möglich wäre dann noch ein Feuer, das bereits bis in die Kronen hochreicht und da das Laub am Baum anzündet. Aber auch das ist hochgradig unwahrscheinlich. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, so ein Feuer wird nur kommen, wenn es ohnehin schon sehr trocken ist. Ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Unmöglich ist es sicherlich nicht. Nochmal ein Ticken sicherer ist sicherlich ein 30 Meter breiter Streifen komplett ohne Vegetation. Aber Kosten-Nutzen-Faktor. Was bringt einem ein 30 Meter breiter Streifen ohne Vegetation? Sehr guten Brandschutz. Sonst noch irgendwas? Nein. Was bringt einem ein 30 Meter breiter Roteichenstreifen? Ja, Roteichenwald mit viel höherer Biodiversität als ein ständig gemähter, freibleibender Streifen mit nix. Mit zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten und trotzdem immer noch einem guten, wenn auch nicht einem sehr guten Waldbrandschutz. Halte ich also für eine sehr, sehr, sehr patente Idee. Ich gehe mal das hier wieder übergeben. Ja, perfekt. Danke, Schatz. Praktisch. So. Wachstum. Das ist der springende Punkt. Warum Roteiche? Warum nicht heimische Eiche, wenn sie ähnliche Standortsanbedingungen haben, vergleichsweise zumindest, die hier eher noch eingeschränkter ist als unsere heimische Eiche. Wozu soll das Ding dann gut sein? Naja, nach 95 Jahren erreicht eine Roteiche ein BHD von 50 cm. Also
Hat die noch nicht ganz. Hat die noch nicht ganz. Die steht da links auch schon. Also 95 Jahre bestimmt nicht. Vielleicht 75. Ja, sowas um den Dreh, das könnte sein. Oh. Entschuldigung, ein BHD von doch 50 cm, genau, 95 Jahre. Für die gleiche Dicke. Also wenn das jetzt eine normale Eiche wäre, dann würde ich sagen, die ist so 110, 120, sowas um den Dreh. Mit 150 erreicht eine normale einheimische Eiche 50 cm Durchmesser, Brusthöhendurchmesser. Also das ist der Durchmesser ungefähr auf dieser Höhe. Bei 1,30 Meter. Das müsste bei mir ungefähr hier sein. Dann muss man eben sagen, Roteiche schafft das Gleiche in 95 Jahren. Wir haben also circa 50% schnelleres Wachstum. Jetzt ist die Frage, wie macht die das? Macht die viel schlechteres Holz? Nein, die macht nicht viel schlechteres Holz. Die macht etwas weniger hartes Holz, etwas weniger dichtes Holz. In der Praxis merkt man das in den Holzeigenschaften und auch in der Optik des Holzes fast nicht. Roteichenholz kann eigentlich für fast alle Anwendungen, wichtig, fast, eine wesentliche fehlt, verwendet werden, bei der man auch normales Eichenholz nehmen kann. Auch als Furnier-Roteiche ist sie wunderbar geeignet. Das Holz wirkt ein kleines bisschen rötlicher als das von unserer heimischen Eiche. Das ist nicht der Name deswegen, sondern der Name, weshalb die Roteiche heißt, liegt in der Herbstverfärbung. Wunderschön. Also da kann man auch nochmal einen Vorteil der Roteiche sehen. Hat man eine Roteiche im Wald, kriegt man Indian Summer, wie man ihn aus Amiland kennt. Ohne Roteiche im Wald kriegst du halt bestenfalls das gelbe Buchenmeer. Nicht, dass das nicht auch schön wäre, aber Roteiche hat schon eine sehr, sehr, sehr schöne Herbstverfärbung, wenn sie mal so richtig loslegt. Muss nicht zwingend. Die hier tun es zum Beispiel nicht so toll, wie man sich das wünschen möchte, aber trotzdem sieht es gut aus. Also ist noch nicht im vollen Gange. Ja, Holz, da ich es jetzt schon angesprochen habe, der Knackpunkt ist der, das normale Eichenholz von unseren einheimischen Eichen, das vertüllt, wenn du die Eiche trocknest. Vertüllen bedeutet, die Wasserleitungen im Baum, also rauf und runter, die sind normalerweise ja offen und durchgängig, das Wasser soll ja durchfließen. Wenn jetzt aber die Wasserleitung irgendwie gestört wird, zum Beispiel indem man da unten den Baum absägt, dann ist sie schon ziemlich gestört, dann fällt die ja langsam trocken. Und um zu verhindern, dass in diesen trockenen Wasserleitungen noch irgendwas passiert und irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwelche Käfer da durchkommen oder irgendwelche Pilze, Bakterien, Krankheitserreger oder sonst was, haben sich unsere einheimischen Eichen angewöhnt, die entsprechend hohlgefallenen, trockengefallenen Gefäße, Wasserleitungen zu vertüllen. Das bedeutet, die haben daneben dran so eine Selbstmordzelle, in Anführungszeichen, die bei Trockenfallen der Wasserleitung explodiert und einen Haufen Material in die Wasserleitung reinkatapultiert. Die wächst dann zu mit Zeug, sage ich jetzt mal vorsichtig, und ist dann dicht. Und das ist der springende Punkt. Ja? Wenn du normales Eichenholz in Faserrichtung, also in Richtung der, wenn wir die jetzt umlegen und so rum sehen, dann ist normales Eichenholz in diese Richtung, also in rauf-runter Richtung beim stehenden Baum, wasserfest. Also da kommt kaum Wasser durch, weil die ganzen Löcher, in denen das Wasser normalerweise transportiert sind, wird ja zu vertüllt sind. Natürlich. Und die Roteiche, die macht das nicht. Da vertüllt nichts. Das bedeutet, die ist nicht wasserdicht. Und was kann man mit dem Eichenholz, das nicht ganz wasserdicht ist, nicht machen? Weinfässer. Und das ist schade, weil Weinfässer ist nach wie vor, gerade für unser heimisches Eichenholz, von unseren deutschen Eichen, wenn man sie so nennen möchte, ist das immer noch eine super Verwendung. Auch die französische Eiche, die Franzosen kaufen auch Holz von deutschen Eichen und machen da trotzdem französische Eichenfächer draus und schreiben drauf, es wäre französische Eiche drin. Stimmt das nicht, aber machen sie trotzdem. Böse Franzosen. Jedenfalls für solche tollen Barrique-Fässer, wo der gute Rotwein drin ist, der dann auch ordentlich was kostet, die auch immer noch nachgefragt werden und wahrscheinlich ein bisschen alle Ewigkeit nachgefragt werden, weil besser geht's halt nicht, was den Wein angeht. Und beim Wein ist nicht unbedingt Logik das vorherrschende Gefühl, sondern Emotion. Und deswegen braucht man da weiterhin Eichenfässer. Und dafür geht die Roteiche halt leider gar nicht, weil dann ist der Wein ganz schnell weg. Beziehungsweise der Alkohol ist ganz schnell raus aus dem Wein. Das funktioniert nicht. Keine Chance. Weshalb auch der Ami, wenn er guten Wein haben möchte, ein großes Problem hat, weil er muss Eichenholz von unseren Eichen importieren, damit er vernünftige Eichenfässer herstellen kann. Mit der amerikanischen Roteiche wird das schwierig. Ja, also das ist die eine Einschränkung bei der Holzverwendung. Das nächste Problem, wenn man aktuell gerade Roteichenholz verkaufen will,
Früher war das so, das ist nicht schön, aber das hat wenigstens funktioniert, dass man das Zeug entsprechend klein macht, entsprechend als schöne lange Stämme in den Container steckt, solange das halt in den Container gerade reinpassen. Und mit dem Container wird das Ganze dann nach China geschippert. Die Chinesen freut's, weil die können auch mit einem relativ dünnen Stamm, also mit so einem könnten die schon wunderbar arbeiten, können die Furnierholz machen. Und dieses Furnierholz verschippern die Chinesen dann weiter an die Amis. Und die Amis freuen sich, dass sie sich ihre heimische Roteiche als Parkett auf ihren Fußboden kleben können. Ja? Dass die weder amerikanisch war, noch in Amiland in irgendeiner Form produziert wurde und so weiter, das hat einem gewissen Donald nicht gefallen. Und deswegen hat der Donald beschlossen, er macht mal Strafzölle für alles, was aus China kommt. Und das ist jetzt ein Problem, weil dadurch haben die Chinesen kein Interesse mehr an unseren deutschen Roteichen, deutschen amerikanischen Roteichen, und kaufen die nicht mehr. Und das heißt, wir können die auch nicht mehr einfach schnell nach China rüber verschippern, damit die es dann weiter nach Amiland verschippern können. Das bedeutet, der Absatzmarkt ist doch stark gesunken. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann gibt man es halt einem deutschen Säger, der sägt die auch ein und macht was Schönes draus, aber der hat auch keinen Absatzmarkt mehr, weil der vorher auch seine Produkte dann in die andere Richtung nach Amiland verschifft hat, also direkt aus Deutschland nach Amiland. Und das wird auch schwierig, weil die jetzt scheinbar mehr und mehr auf ihre eigenen Eichen jetzt wieder kommen. So gesehen muss man ja fast sagen, hat der Donald recht gehabt, ne? Keine Ahnung, bin kein Ökonom, halte das alles Ganze trotzdem für ein bisschen mindestens fragwürdig, ob das Sinn macht, aber es ist jetzt erstmal so, dass der Roteichenmarkt für Deutschland zusammengebrochen ist. Gut, das Ding ist eine sogenannte Halbschattbaumart, das heißt, sie ist forstlich relativ einfach anzubauen. Wenn sie noch jung ist, verträgt sie ein bisschen was an Schatten, das ist schön, das macht die Sache einfach. Wenn sie älter wird, braucht sie irgendwann Licht. Aber wenn sie alt ist, dann hat sie auch eine hohe Krone, dann ist es nicht weiter schwierig, da ihr auch Licht zu geben. Sie ist also waldbaulich relativ einfach zu managen. Sie hat ein sehr, sehr rasches Jugendwachstum und erreicht auch schnell nennenswerte Dimensionen. Das kulminiert dann so irgendwie mit 30, 40 Jahren vermutlich. Das bedeutet, ab da wächst sie dann deutlich langsamer. Heißt, die wurde schnell ziemlich dick und wird jetzt nur noch relativ langsam noch dicker. Das ist aber bei den meisten Waldbäumen so, eigentlich bei jedem Waldbaum so. Es gibt welche, bei denen ist es recht ausgeglichen zwischen dem raschen Jugendwachstum und dem langsameren Alterswachstum. Dafür gehört die Buche dazu. Die wächst auch im Alter noch recht ordentlich, hat dafür aber nie eine jetzt lege ich voll los Phase. Die gibt es bei der einfach nicht. Während die Eichen meistens eine sehr rasche Jugendentwicklung haben und danach super langsam vor sich hinwachsen. Gerade unsere einheimischen Eichen. Ist das Ding jetzt invasiv? Das hatten wir ja schon geklärt mit der Sache mit der Sächsischen Schweiz. Teilweise ja, kleinstandortlich ist sie's, Tatsache. Hier im Wald überhaupt kein Problem. Wenn sich an den grundsätzlichen Gegebenheiten nichts ändert, würde ich sagen, sehe ich da kein großes Risiko. Und in solchen Gegenden, wo du halt dann Spezialstandorte mit eben solchen Felslandschaften wie der Sächsischen Schweiz hast, dann musst du halt gucken, dass du da dann tatsächlich keine Roteiche ausbringst, beziehungsweise wenn sie schon da ist, dann müsste man sie entsprechend zurücknehmen. Übrigens, dadurch, dass sie so gut Stockausschlag kann, eignet sie sich auch für einen potenziellen Energiewald. Ein Energiewald ist ein Wald, der immer in sehr jungen Jahren bereits platt gemacht wird, um eben als Brennholz genutzt zu werden, dann aber von alleine wieder austreibt, um dann wieder platt gemacht zu werden. Der Energieaufwand, also um den Wald zu bewirtschaften, ist super, super, super gering. Die Sache ist damit sehr, sehr effizient. Der Haken ist lediglich, es sieht momentan so aus, als gäbe es effizientere Möglichkeiten, Biomasse anzubauen, als ein Energiewald. Der ist zwar kostentechnisch sehr, sehr, sehr lukrativ und braucht überhaupt keinen Dünger und solche Späße, aber ja, das ist noch Zukunftsmusik. Also derzeit sieht es leider nicht so aus, als ob das Sinn machen würde. Das heißt leider. Also wenn man die Bäume stehen lassen kann und dafür dann halt irgendwie ein Samenfeld nimmt zur Energiegewinnung, ja was weiß ich. Oder Silomais, der dann irgendwie vergast wird, um da Biogas draus zu machen. Ist auch nicht toll, ne? Wissen wir alle, aber ist vielleicht immer noch besser. Vielleicht. Das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Weites Feld. Lassen wir jetzt. So, Resistenzen gegen Wind, extrem gut, super tiefreichende Wurzel, super weitreichende Wurzel, alles ganz, ganz toll. Wenn irgendwas stehen bleibt, dann eine Roteiche quasi. Ja, sogar noch ein bisschen besser als bei unseren einheimischen Eichen. Spätfröste sind ein bisschen gefährlich, das bedeutet ein Frost, der sehr spät im Jahr kommt.
also im Winter kommt. Soll heißen, es ist Februar, alles wird warm, die Bäume beginnen auszutreiben und jetzt kommt nochmal Frost. Und zwar heftig. Das nennt man dann den Spätfrost. Und dann leidet unsere Roteiche schon ein wenig, aber sie kann dann hinterher noch einen zweiten Austrieb machen, um diese Schäden wieder zu beseitigen. Also es ist nicht schlimm. Es ist ein Schaden, aber der ist nicht schlimm. Ja? Also kann man es eigentlich fast ignorieren, die Empfindlichkeit für Spätfröste. Feuerresistenz sehr gut, haben wir schon gesagt. Windstabilität haben wir auch schon gesagt. Was ist mit der Dürre? Jetzt sollte man doch meinen, wenn das Ding jetzt als tolle Zukunftsbaumart gehandelt wird, also innerhalb im Portfolio der tollen Zukunftsbaumarten vorkommt, dann müsste die doch eigentlich super, super gut gegen Dürre entsprechend geeignet sein und sich gegen Dürre super, super gut wehren können. Nee, leider nicht. Der Vorteil, wie ich am Anfang des Videos schon so ein bisschen geteased habe, liegt vor allen Dingen daran, dass sie krankheitsresistenter ist als die einheimische Eiche. Sie ist nicht dürreresistenter als die einheimische Eiche. Ja, also sie hat eine gute, eine ordentliche Dürreresistenz, aber nicht überragend. So, und dann bei den biotischen Schäden eben, da haben wir eigentlich nur eine Sache, die im großen Maßstab Schäden anrichtet, und das ist der Maikäferengerling. Wenn er im Boden unterwegs ist, dann frisst er gerne mal die Feinwurzeln an und das kann schon relativ große Schäden verursachen. Ein paar andere Schädlinge gehen auch mal ein bisschen dran an die Eiche, das ist aber nicht weiter schlimm. Und ein weiterer biotischer Schädling, wenn man so möchte, wären dann sämtliche Säugetiere. Ja? Reh, Hirsch, Kaninchen, Hase, alle fressen gerne Roteiche. Ja, jeder, der in irgendeiner Form an die Roteichenknospe drankommen kann, solange sie noch so weit unten ist, dass man drankommt als Kanickel und als Hase, das mögen die alle. Also wirklich jeder mag gern Roteichenknospen. Soll heißen, bei einer Neubegründung von einem Roteichenbestand muss man die einzelnen jungen Eichen unbedingt in irgendeine Tüte reinpacken oder in irgendein Gitter oder sonst was, sonst haben die keine Chance. Also so sehr das Wild abschießen kannst du gar nicht, dass Roteiche sich natürlich verjüngen würde. Außer es ist sehr, sehr, sehr viel davon da. Dann kann es vielleicht mal klappen. Aber bei einer Pflanzaktion keine Chance, die braucht Einzelschutz. Das ist aber machbar, dafür bringen sie auch relativ gutes Geld. Apropos Geld, liegt ein bisschen drunter, also die Erlöse aus Roteichenholz liegen ein bisschen unter dem, was unsere heimische Eiche bringt. Dafür wächst sie aber 50% schneller und ist so gesehen langfristig schon ein Stückchen rentabler. Die typischen Eichenfraßgesellschaften, also die ganzen Tiere, die gerne an den einheimischen Eichen rumkauen, die ja wirklich jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr enorme Schäden an den Eichen verursacht haben, muss man ja leider so sagen, die interessieren sich noch relativ wenig für Roteiche. Sie sind halt Spezialisten, sie sind spezialisiert auf Stieleiche und Traubeneiche und deswegen greifen sie auch Stieleiche und Traubeneiche eben ganz, ganz, ganz bevorzugt an. Und die Roteiche, sie könnten sie sicherlich befallen, aber das Interesse daran ist einfach nicht vorhanden, solange es noch genügend richtige, sage ich jetzt einfach mal, Eichen entsprechend gibt, auf die sie sich spezialisiert haben. Für die nächsten 20 Jahre ist das sicherlich ein großer Vorteil. Ob es danach noch immer so sein wird, das bleibt abzuwarten. Denn wir finden auch langsam eine gewisse Anpassung der heimischen Arthropodenfauna, also die Insekten und so, die auch gerne mal auf einer Roteiche leben. Man hat also auf alten Roteichen jetzt auch schon Hirschkäfer gefunden, die normalerweise standardmäßig auf den heimischen Eichenarten vorkommen. Die Biodiversität auf einer Eiche ist nicht bei der Roteiche nicht ganz so hoch wie bei den heimischen, aber sie ist definitiv vorhanden und man kann sagen, sie lässt sich ökologisch in den Standort so integrieren, das kann man wirklich nachweisen, dass die Artenzahl generell, was die Käferchen und Insekten und Pilze angeht, nicht merklich darunter leidet. Ja, also aussterben muss ganz bestimmt keiner, wenn man mehr Roteiche pflanzt. Sie brauchen sicherlich noch einen Moment, um sich dann entsprechend mehr anzupassen, aber das wird passieren. Und das ist dann aber auch der Knackpunkt, weil man dann nicht weiß, lohnt sich es dann überhaupt noch. Ja? Abgesehen vom schnelleren Wachstum ist sie dann überhaupt noch schädlingsresistenter. Die Sturmresistenz bleibt allerdings auch wieder. Das ist dann immer so ein Abwägen, so ein Trade-off. Was ist denn jetzt nun die beste Alternative? Das habe ich gerade erzählt. Holzverwendung habe ich auch erzählt. Dann kann ich das Büchlein zuklappen. Und leider wird es auch schon dunkel. Die Zeit geht so schnell rum heute. Ich wollte jetzt eigentlich alle Baumvideos am Stück drehen, aber können wir uns eigentlich fast sparen. Das Licht ist gleich weg. Dann
komme ich halt ein andermal wieder. Das war jetzt jedenfalls erstmal zur Roteiche. Die anderen drei Baumarten folgen dann in Kürze. Und aufgrund des komischen Kamerawinkels sehe ich übrigens dicker aus, als ich bin. Das ist jetzt irgendwie... Ne? Ich arbeite ja sonst im Sitzen. Wenn man sich von oben filmt, dann wirkt man nämlich viel schlanker, als wenn man sich so leicht von unten filmt. Ne? Das wollte ich nur mal bemerkt haben. Und ansonsten muss ich, glaube ich, wirklich weniger futtern. Tschüss!